Du in der Hoffnung. Du ist gleich mal eine 2-Chefinnen. Juniorchefin ist 13 fast und meine Frau ein bisschen drüber. Ja, aber. Und ich bin halt der Hausmann, aber wirklich, es ist so. Ich tue gerne putzen, Zahnreiner kochen, bügeln, ich liebe es. Ja? Osterputz kennt man oder Frühjahrsputz? Wie sagt man? Frühjahrsputz, oder? Silvester, oh, das ist selber, oder? Da überkommt es mir, ne? Da wasche ich die hinten oben. Aber nicht nach außen, innen. Wichtig ist aber die ganzen Kasseln ausräumen, oder? Sie haben staubig drin. Da kann man es kosten, ehrlich? Was? Das meiste habe ich weg. Das meiste Leibern mit Vorschnitt, das trocken wir nicht mehr, oder? Habe ich weg, ne? Hosen mit Vorschnitt, kennst du das? Wenn sie mir zugehört, dass du einen Vorschnitt hast. Hau dich weg. Das letzte Mal früher, ich werde es nicht vergessen, ich putze das Kassel. Ne? Meine Tochter war unter mir und sagt, Papi, was ist denn? Die Mama. Sag, was ist mit der Mama? Die kocht. Sag, was habe ich aufgestört? Nein, die kocht wirklich, Papi, komm, das musst du sehen, die schaut so teppert aus. Ja? Ich meine Frau noch nie kochen sehen. Das ist für mich ein Büdel, wenn ich nach Händler rauffahren würde. Ich renne aber in die Küche. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ja. Meine Frau, vor der Kochinsel, kocht uns meint. Rechts mir hat es die Gebrauchsanweisung von Saranfeld, weil sie nicht wusste, wie das auftragen ja. Links hat es offen gehabt, das Tablet, das stand wie Schinkenfleckerl für Anfänger. Die, ja. Die, was magst du da? Na, ich koch. Die, soll ich da helfen? Nachher die bitte, das mache ich, setz dich nieder. Du sollst das Geschirr richten? Nein, das machen sie, Freddy, setz dich nieder. Du, Freddy, wo ist das Geschirr? Sie wird unten, ne? Dann kriegt sie euch her, Servietten, Besteck, Teller, alles. Dann essen wir. Nach dem Essen, wirklich, nimmt sie meine Hand total zärtlich. Ja? Streichelt sie drüber und sagt, Freddy, alles Gute zum Muttertag.